Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo, bei dem ich bloß sagen will, wie das mit den Stream-Uploads jetzt in Zukunft laufen wird, weil da habe ich ja vor, wie lange ist das jetzt her, 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen sogar schon, keine Ahnung, zumindest vor kurzer Zeit habe ich ja da ein Video gemacht, wo ich auch euch gefragt habe, wie das Ganze denn mit den Stream-Uploads laufen soll, weil ich selber war ein bisschen, unzufrieden damit, und hab mich dann ja eigentlich auch schon, sag ich mal, dazu ausgesprochen, dass ich bloß noch Stream-Highlights davon machen will und nicht mehr die ganzen Sachen hochladen will. Und wie man gesehen hat, bin ich zu überhaupt gar nichts gekommen über die letzten paar Wochen. Ein einziges Highlight-Video von einem Crossover-Randomizer habe ich hinbekommen, aber irgendwie der Rest ist dann komplett untergegangen. Und jetzt schiebt sich das ganze Zeug halt immer weiter zurück. Und jetzt wollte ich bloß nochmal sagen, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, das auf jeden Fall mal so wie früher weiterzumachen. Das heißt einfach bloß die Streams komplett hochzuladen. Die meisten Leute haben ja auch gesagt, dass sie es okay finden, die ganzen Streams zu haben. Es war meistens so, okay, die ganzen Streams sind in Ordnung, aber es ist natürlich auch in Ordnung, wenn ich bloß noch Highlights mache. Ich werde jetzt wieder darauf zurückgehen, die ganzen Streams hochzuladen. Ich werde es so machen, dass wenn es ein storybasierteres und kürzeres Spiel ist, theoretisch, dann werde ich da wieder kleinere Parts schneiden. Zum Beispiel Bioshock wird einzelne Parts geben, so ja maximal 20 Minuten Parts vielleicht. One-Shot wird auf jeden Fall einzelne Parts geben und sowas. Aber zum Beispiel sowas wie Monster Hunter World, wenn wir da einen ganzen Stream lang bloß den Archtemper Kirin jetzt farmen oder so irgendwas, dann wird das ein komplettes Video geben. Also auch wenn es halt dann halt 5 Stunden sind, wird es dann halt ein 5-Stunden-Video geben. Und ich denke, das ist auch ganz okay, weil ja, meine Streams, aber auch meine Videos basieren ja mehr darauf, dass es eine komplettere Erfahrung ist, dass es längere Videos sind. Das habe ich eigentlich immer schon so gemacht. Ich war eigentlich noch nie der YouTuber, der sehr viel nur diese Highlights geschnitten hat und sowas, weil ich es meistens auch nicht mag, weil man dann so ein bisschen die Reise an sich nicht sieht. Das ist ja so dieses Grundprinzip eines Let's Plays, was ja die meisten immer noch machen, wobei es mittlerweile nicht mehr unbedingt Let's Play heißt. Aber es ist ja immer noch, lasst uns zusammen spielen. Und ich finde, es ist nicht mehr unbedingt die Art eines Let's Plays, wenn man einfach bloß noch alles dahin cuttet, wenn irgendwelche Lacher bloß passieren. Das ist eine andere Art von Videos, aber eigentlich nicht meine. Ich wollte damit eigentlich bloß ein bisschen, mehr diese witzigen Szenen fokussieren und auch vielleicht ein bisschen die Stream-Uploads beschleunigen, damit wir da rankommen, jetzt an die höhere Anzahl von Streams überhaupt. Aber das hat mit meiner Zeit nicht so funktioniert. Das wäre eine nette Idee gewesen, sage ich mal. Aber definitiv ist meine Zeit so zu wenig, dass ich das auch noch machen könnte. Und deswegen wird es jetzt wieder die normalen Videos geben, so wie früher. Das heißt, grundlegend ändert sich jetzt eigentlich gar nichts, außer dass es eine große Pause in den Stream-Uploads gegeben hat. Ich werde mir nochmal genauer überlegen, welche Streams ich dann als Story-Parts hochlade und welche nicht. Ob ich vielleicht das bei Super Smash Bros. Ultimate beibehalte mit den kurzen Videos oder den ganzen. Also, dass ich dann den Story-Modus im Ganzen hochlade, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht werde ich es im Ganzen machen, weil es dann doch nicht storymäßig genug ist. Es sind ja doch bloß ein paar Challenge-Kämpfe, wenn man es jetzt so genau nimmt. Ist eine sehr schöne Sache, aber wie gesagt, vielleicht nicht das Richtige für ein Story-Let's Play oder für ein Let's Play an sich, so kann man sagen. Weil wenn ich diese kleineren, kürzeren Parts mache, dann ist es ja mehr ein Let's Play, was wir da machen. Das ist zum Beispiel bei Monster Hunter Generations Ultimate passt ganz gut. Wie gesagt, One-Shot passt ganz gut. Bioshock passt ganz gut. Und diverse Spiele, die ja dann später auch kommen, wird das auch ganz gut passen. Aber gerade für solche Sachen ist es, glaube ich, besser, dann den ganzen Stream hochzuladen. Und das wird dann, wie gesagt, so in Zukunft auch laufen. Tut mir leid, dass ich euch da alles so ein bisschen, zuerst mal ein bisschen verrückt gemacht habe mit dieser Idee und dann auch gefragt habe, was ihr so wollt. Aber ich denke, wenn ich das jetzt auch wieder so mache, sieht man auch, wie uneinig ich mir bin bei diesem Thema. Und wie schwer es mir fällt, da wirklich eine gescheite Entscheidung zu treffen. Und mal sehen, vielleicht in einem halben Jahr oder so wird sich das Ganze wieder komplett ändern. Da sage ich mal nicht, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe das mit diesen Highlights auf jeden Fall auch noch im Hinterkopf. Für Leute, die sich vielleicht sowas gerne anschauen. Weil es ist manchmal doch so, wenn man dann wirklich einen 5-Stunden-Stream hat
Und das sind irgendwie so 10 oder 15 Minuten, die richtig, richtig gut waren. Aber der Rest ist halt so mehr meh, sag ich mal. Dann kann es natürlich schon cool sein, so ein Highlight-Video zu haben. Und das habe ich eigentlich ursprünglich auch angestrebt. Aber wie gesagt, da hätte ich jetzt gerade eben gar nicht die Zeit dafür. Vielleicht wird das in Zukunft sich irgendwie mal ändern. Vielleicht, sag ich auch mal, finde ich da jemand, der das macht. Jetzt ganz blöd gesagt, aber wie gesagt, vielleicht macht man das dann irgendwie über jemand anderen, dass der dann diese Highlights schneidet. Mal gucken. Da kann ich jetzt so zuerst noch nichts sagen, aber vorerst mal wird es mal mit den Streams weitergehen, damit ihr auf YouTube, sage ich jetzt mal, und die Leute, die halt eben auf YouTube bleiben und die Twitch nicht so sehr leiden können, dass die auch eben mal diese Stream-Uploads wenigstens mitbekommen, weil einige davon, sage ich mal, gingen ja schon ganz gut, also da bestand ja schon Interesse daran, vor allem eben, glaube ich, bei den Monster Hunter World Sachen und deswegen... Genau. Lassen wir das so, also grundlegend alles so wie davor, bloß mit neuen Ideen im Hinterkopf und arg viel mehr hat sich nicht geändert. Tut mir nochmal leid wegen der großen Pause dann und dass ich da alle verrückt gemacht habe und ja, das soll es dann eigentlich auch schon mit dem Video gewesen sein, war jetzt doch ein bisschen mehr als nur ein kurzes Video, aber ich hoffe mal, ich habe meinen Punkt jetzt gut rübergebracht und ich hoffe auch mal, dass es ab morgen oder übermorgen dann weitergeht mit den Stream-Uploads. Und dann werde ich auch mal schauen, wie wir das dann machen. Also in welchem Zeitzyklus, sage ich mal, ich den dann hochlade. Weil jeden Tag ein Video ist vielleicht ein bisschen zu viel, wenn jeden Tag 3 Stunden hochkommen. Aber vielleicht alle 2 Tage wird dann passen, wenn es solche größeren Streams sind. Mal schauen. Nochmal danke an die ganzen Leute, die mir Kommentare geschrieben haben. Vor allem eben auch deswegen, dass es scheinbar auch okay ist, die längeren Streams zu lassen. Und ja, dann wie gesagt, soll es mit dem Video gewesen sein und wir sehen uns dann in den anderen Videos oder Streams. Also dann, ciao!